Wenn jedoch die Pferde dort zitzert, will ich da unbedingt drin stehen. Also eine Bahn zum Reiten für jeden Ritter. Weil ihr seht, der Jahrmarkt ist nicht gerade klein. Also wenn man sich das anguckt. Hier hinten ist das Räucherzelt. Hier ist ein großer Waffenhändler. Hier sind mehrere kleine Händler. Hier war die Magierin irgendwo. Und hier sind die Glücksspieldinger. Und hier ist die Fläche für die Aufführung mitsamt Tribüne. Wo der Oger durchgedreht ist. So, gucken wir mal, wie sieht es mit Level-Ups aus. Als nächstes ist wieder Imoin dran. Düna hier. Und der Rest, der braucht eine Weile noch. Aber Stufe 3 ist schon mal sehr gut, vor allem um uns mit Tranzig nachher anzulegen. Mit Tranzig auf Stufe 2 ist fast schon Selbstmord noch. Aber auf Stufe 3 dürfte das gut klappen. Auf Stufe 4 wäre es schon fast zu einfach, deswegen habe ich ja gesagt, wie mein Plan ist, das Gebiet, dann die beiden Gebiete, dann die beiden und dann nach Berikost. So, gehen wir mal in das Gebiet hier, das ist nur 12 Stunden weit weg. Gut. Gut. Ja. Sie nimmt mir die Worte aus dem Munde. Wie immer ein Quicksave, wenn ich ein neues Gebiet betrete. Und ja, ich will ja selten Quicksaves machen, deswegen... Ich sag das viel zu oft, oder? Vergiss es einfach. Ich sag's eh immer wieder und dann halte ich mich doch nicht dran. Ich versuche trotzdem die Anzahl der Quicksaves so gering wie möglich zu halten. Das Gebiet hier geht von der Größe eigentlich, sollten wir also schnell hinter uns bringen, wenn nichts Gemeingefährliches auf uns wartet. Wobei so ein Gebiet bei Nacht kann schon mal etwas gefährlicher sein. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ja, das ist sie. Hoffe ich jedenfalls mal. Jedenfalls bis jetzt sind wir überall ziemlich einigermaßen gut durchgekommen, bis auf ein paar kleine Patzer, die aber zum Glück nur Albträume waren. Ein Gegner, Kobolde. Au. Mehrere Kobolde. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Vor allem Kobolde mit Pfeilen. Ich hab genug davon. Gut. Du bist ja hier. Oh, und sogar jemand, der sich hier rumtreibt. Wer bist du denn? Hey, ihr da. Sieht so aus, als wärt ihr ein bisschen vom Weg abgekommen. Das ist Pech für euch, dass ihr auf den schnellsten Schützen im Westen treffen musstet. Seht ihr den Mann da vorne? Er heißt Zal und er ist der schnellste Dartspieler, den jemals an der Schwertküste gab. Ich an eurer Stelle würde die Geduld eines solchen Meisters auf die Probe stellen. Deswegen solltet ihr jetzt schnell euer Geld abgeben. Ansonsten kriegt ihr nämlich ganz schön Ärger. Seid ihr eine Art Schwachkopf? Der schnellste Pfeilwerfer im Westen? Na gut, wir sind im Westen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Nur Zuwachs. Zal soll es uns zeigen, was er zu bieten hat. Hast du das gehört, Zal? Die scheinen dich nicht ernst zu nehmen. Da müssen wir es ihnen eben zeigen, was? Tut mir leid, Jungs, aber das kann jetzt enorm wehtun. Okay. Ja? Wo ist denn dein Zal? Nichts leichter als das.
Da ist Zahl. Ich bin ganz Ohr. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Au, er trifft sogar. Meine Klinge wird richtig. Aber im Nahkampf kann er nichts. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Wow, das hat sogar für Emo ins Level abgereicht. So, eine Stufe höher. 10 Punkte hier. Ne, 10 Punkte hier, 10 Punkte hier. Geschosswaffen. So. Was? Du heil dich mal selber. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Was hatten die dabei? Heiltränke. Heiltränke ist immer gut. Ihr schon erledigt. Und du da hast irgendwelche Armschienen. Und ein bisschen Gold. Ja, wir haben leider keinen Identifizierzauber zurzeit. Aber zwei weitere Heiltränke. So. Es ist jeder mit 5 Heiltränken erstmal versorgt. Und nach dem Kampf gegen die beiden gucken wir weiter. Beinahe unter meiner Würde. Du bist jung, hier lang. Also erstmal würde Imoen gerne hier die sich noch ein paar Pfeile einsacken. So, ist nicht schön. Nichts leichter als das. Ja, schön, dass es Nacht ist, Minsk. Wieder ein paar Möchtegern-Räuber besiegt. Hat das sogar... Nein, keinen Tagebuch-Eintrag gegeben. Untote. Ja, ich habe gesagt, Untote klettern gerne mal aus ihren Gräbern. Vor allem, wenn es Massengräber oder ähnliches sind. Oder wenn sie ermordet wurden. Das könnten die Opfer von den beiden sein. Tut mir fast schon ein bisschen leid und geben sogar auch ziemlich gute Erfahrungspunkte. Okay, hier ist ein Weg über den Fluss. Wobei, Fluss ist übertrieben, das ist ein kleiner Bach. Hier ist ein Weg über den kleinen Bach. Über mehrere Inseln hinweg. Oh, Kobolde. Wieder mal. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade die verstreuten Diener vom Maler hier gefunden. Das ist schon mal gut. Die werden Tatsort nicht warnen, wenn die sich hier überall so verstreut haben. So. Geld und noch ein bisschen Pfeil. Jetzt haben wir aber langsam wieder genug Pfeile. Deswegen schmeißt die mal raus. Und dann sagst du doch das hier ein. So. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ich wäre auf eure Taten stolz. Das hoffe ich doch. Dass der alte Gorion auf meine Taten stolz wäre. Okay, hier haben wir einen Tasloi. Einen Kobold und einen Xwart, die nicht angreifen. Hallo. Hallo, ich bin Larry, das ist mein Bruder Daryl und das ist auch mein Bruder Daryl. Freut uns sehr, euch zu treffen. Larry, Daryl und Daryl? Hey, gebt ihr mir Autogramme? Ja, das ist auch so ein Easter Egg, wobei ich nicht genau weiß, wer Larry, Daryl und Daryl sind. Hey Daryl, komm schnell, diese Leute wollen ein elektronisches Autogramm von uns. Kritzel, kritzel. Ja, jetzt haben wir ein Autogramm. Das ist der Brief vom an Malahi. Für Talisa und Freunde. Alles Liebe, Larry, Daryl und Daryl. Ja, ich muss mal bei Gelegenheit gucken, wer Larry, Daryl und Daryl überhaupt sind. Nichts weiter als das. Das ist irgendein Gag, aber ich selber verstehe nicht so ganz.
Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich auch nie wirklich jetzt dafür interessiert. Ob man was mit dem Autogramm vor allem anfangen kann. Beinahe unter meiner Würde. Ach nee, ein... Ich wollte gerade sagen, ist das hier wieder ein Xwart-Dorf? Aber nein, sieht nicht so aus. Das sieht ja so aus, als hätten die Xwarte es kaputt gemacht. So, wieder ein bisschen Gold für uns. Und ja, irgendwann werde ich auch aufhören, das Kleinvieh zu plündern. Ja, hier waren mal zwei Hütten gestanden. Das hätten, könnten vielleicht die Hütten von den drei Xwarten gewesen sein, die wir jetzt gerade getötet haben. Drei Hütten waren es, ja. Und hier sind wir wieder am Fluss. Hier kommen wir nirgends rüber. Kommen wir da hoch weiter? Nein, hier hängen wir auch fest. Okay. Das heißt, wir müssen da entlang weiter. Weil hier kommen wir nirgends rüber. Jawohl, Talisa läuft vor. Khalid bindet das Ende. Da sind wir einigermaßen geschützt, außer von Angriffen von der Seite. Ja, das waren jetzt wieder mal Kriegstaktiken. So, dann zwängen wir uns hier durch den Kartenrand durch. Das können wir gerade so. Und sind jetzt oberhalb des kleinen Dorfes da unten. Das entweder wirklich den Xwarten gehört hat oder von ihnen ausgeraubt wurde. Ein neuer Winterwolf. Wow. Diesmal hat sein Odem zum Glück nicht getroffen. Mich kümmert's nicht. Aber Winterwölfe haben wir gelernt. Ja, einer unter meiner Würde. Geben gute Erfahrungspunkte und geben einen 500 Goldmünzen wertvollen Pelz. Und beides ist nicht zu verachten. So, kommen wir hier auf die andere Seite des Flusses wieder. Ja, kommen wir. Ich werde mich aber erstmal auf der Seite fertig umschauen. Zumal hier noch zwei Leute nicht mitkommen wollen. Was wollt ihr? Sondern einfach nur rumstehen. So. Gucken wir mal kurz hier raus, was wir in der Richtung sehen. Da sehen wir nur die Mine. Unter meiner Würde. Also da geht es laut Karte nur noch zu den Minen. Und hier oben geht es am Flussleiter entlang. Ah, das Fitzelchen, da wollen wir auch aufdecken. Wir könnten ja sonst eine Höhle oder was ähnliches übersehen. Nö. Hier wird der Fluss schon mal breiter. Das ist schon mal nicht gut, wenn wir wieder auf die andere Seite rüber wollen. Kann nämlich sein, dass wir hier gar nicht auf die andere Seite rüberkommen. Ah, wieder Kobolde. Die Kobolde mit Bögen sind zum Glück nicht so ganz so feige wie ihre anderen Verwandten ohne Bogen. Ihr zeigt, wohin nicht so viel reden und mir kämpfen. So. Edelstein zu dir. Den Rest, ja. Neue Schleuderkugeln. Was? Beinahe unter meiner Würde. Und hier sieht es so aus, als ob wir gerade so über den Fluss übersetzen können. Ja. Können wir auch. Dann würde ich sagen, wir folgen dem Fluss erstmal direkt gen Süden und kommen dann nach Norden wieder hoch. Oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen hier lange nach Süden, decken dann die Gebiete auf
Und dann verlassen wir die Karte über Norden wieder.